Innanzitutto grazie, ancora grazie a tutti gli ospiti che ieri hanno assistito all'iniziativa con questa sala strapiena, grazie una volta tanto anche ai giornalisti italiani che di solito di tematiche internazionali non sono particolarmente appassionati, che però oggi hanno dato sia sui giornali che sulle radio che sulle televisioni adeguato spazio, alcuni anche ai contenuti. Oggi con più calma e senza le 1500 persone ciascuna delegazione potrà esprimere qual è il nostro progetto di Europa, e da leader della Lega Nord sono contento che accada nel giorno in cui Renzi torna per l'ennesima volta col cappello in mano a chiedere l'elemosina alla signora Merkel, perché a questo tavolo c'è la gente che vuole liberare i popoli europei, servi, servi di Bruxelles che fa gli interessi di altri ma non dei popoli europei. Quindi per qualche minuto ogni delegazione esporrà la sua relazione e poi ogni giornalista, ricordandoci la testata, può fare una domanda a chiunque ritenga. Saluto e ringrazio anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, che è qua oggi insieme a noi. Quindi Marine, se vuoi cominciare tu, partiamo. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour, c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de participer à ces rencontres entre mouvements et leaders patriotes au niveau européen. On entend souvent dire que le Front National serait un parti anti-européen. Il n'est rien de plus faux. Le Front National, comme les autres mouvements que je rencontre ici, est au contraire parfaitement en faveur de la coopération, mais entre des nations libres et souveraines. Il rejoint en réalité ce qui faisait l'esprit et la réussite de l'Europe à ses tout débuts. L'Europe, telle que la concevait par exemple le général de Gaulle ou d'autres grands hommes européens, à savoir l'Europe de l'amitié entre les peuples, du respect entre les nations et de l'association intelligente des différentes puissances qui la composent. L'Europe, dans notre esprit, doit en effet concourir à la prospérité de chaque nation et à la paix entre toutes les nations. Or, il se trouve que le projet européen, tel qu'il a été dévoyé depuis des décennies via des traités adoptés sans véritable adhésion populaire, et pour les derniers, par intimidation, voire directement contre la volonté exprimée par les peuples, mène aujourd'hui à l'appauvrissement des nations d'Europe et pire, à leur mésentente. Je mesure aujourd'hui la vigueur de plusieurs phénomènes dont je me réjouis. D'abord, je constate la progression, dans la quasi-totalité des pays européens, des mouvements patriotes tels que le mien. Je vois aussi dans toutes les nations d'Europe, à des degrés et des vitesses variables, la montée de véritables prises de conscience face à l'horreur qu'est devenue l'Union européenne et au chemin d'espérance que constituent nos projets patriotes. Nos concitoyens, un peu partout en Europe, comprennent que l'Union européenne fait fausse route et que les solutions à nos problèmes, devenus pourtant gigantesques, passent par un changement profond de paradigme. Partout, malheureusement aussi, les conservatismes s'expriment dans toute leur brutalité et bien souvent, malheureusement, leur mépris pour la démocratie. Manuel Valls en France, Jean-Claude Juncker à Bruxelles, Christine Lagarde à Washington, tous s'affolent de la dislocation en cours de l'Union européenne. Il est vrai que de toutes parts, l'édifice européiste, tel qu'ils l'ont eux-mêmes si maladroitement dessiné, s'effondre. Mais je veux le faire savoir aux citoyens de toutes les nations d'Europe, ils n'ont rien à regretter de la fin de ce monde antique. Au contraire, ils ont tout à espérer du retour des nations et de leur liberté. Et à tous ceux qui s'inquiètent de ce que le mouvement vers la renaissance des nations européennes n'aille pas assez vite, je leur dis de croire d'abord en la sagesse populaire et de continuer à travailler activement à la prise de conscience qui naît ou se développe en chaque nation d'Europe. Le fait que la monnaie unique impose une austérité inefficace sans fin
et plombe nos économies, en particulier dans le sud de la zone euro, devient une évidence pour nombre d'entre nous, notamment ici en Italie, où une majorité s'en éloigne. La transformation d'une euro-monnaie unique en une euro-monnaie commune qui permette l'existence de monnaies nationales apparaît de plus en plus nécessaire au sein de nos nations. Je rappelle qu'on nous disait que l'euro était la condition de la paix entre les nations. Il apparaît au contraire que l'euro apporte la discorde et que seul le projet raisonnable de la souveraineté monétaire est le garant de la paix. Il aura fallu en effet cette incompréhensible crise dite des migrants pour réveiller aussi les consciences européennes sur la question migratoire et celle de l'espace Schengen. Nous dénonçons depuis longtemps l'immigration de masse. Les conséquences de la submersion migratoire voulue et encouragée par Bruxelles et Berlin font que les peuples européens commencent enfin à se lever contre cette atteinte majeure à leur sécurité, à leur prospérité et à leur identité. Terribles attentats de Paris en novembre dernier ont prouvé qu'il n'était pas possible de vouloir ainsi laisser entrer puis circuler librement ces millions de personnes que l'on nous sommait auparavant d'accepter sans broncher sur nos territoires. À l'inverse, l'intérêt des frontières intérieures et nationales est revenu en force dans l'esprit de nos concitoyens. Et l'on voit aujourd'hui que Schengen apparaît de plus en plus comme ce que nous dénonçons depuis toujours, à savoir une ineptie et un danger majeur. Les récents événements de Cologne ont montré aussi quelle menace l'immigration de masse fait peser sur les droits des femmes et la pérennité de nos civilisations occidentales. La libre circulation des hommes sur le continent devait elle aussi apporter la paix, souvenez-vous. Elle nous mène en réalité au chaos et à la violence. La raison commande à l'inverse de compter sur la capacité de chaque nation à maîtriser et contrôler les entrées sur son territoire. Il est là le véritable facteur de la sécurité et de la bonne entente entre les nations. C'est dans cet univers mieux ordonné que nous pourrons par ailleurs plus efficacement coordonner nos politiques de lutte contre le terrorisme à l'intérieur de nos territoires par les actions de police, de renseignement et de justice, dans tous les domaines au final. C'est la nécessité d'une souveraineté nationale pour toutes les nations d'Europe qui refait surface. La souveraineté, les Français, les Italiens et tous les peuples d'Europe peuvent la comprendre dans sa modernité. Elle protège contre les assauts économiques et migratoires, elle permet une solidarité réelle, elle préserve l'identité nationale et renforce la cohésion populaire. La souveraineté n'est pas un concept du passé, elle est la réalité de la plupart des nations du monde aujourd'hui. Elle est un concept tout à fait contemporain, dont chacun peut conçoit mieux aujourd'hui en quoi il peut concourir à la paix et à la sécurité, ainsi qu'à la prospérité. Elle n'interdit en rien la coopération entre les nations. À l'inverse même, il nous apparaît que la coopération n'est pleinement efficace que si elle se fait entre nations libres et respectueuses les unes des autres. Vous l'aurez compris, si je m'afflige des douleurs que connaissent les différentes nations d'Europe à tous les niveaux, je veux aussi porter un message d'espoir au peuple européen et leur faire comprendre qu'à travers les crises multiples que connaît le vieux continent, des solutions peuvent émerger. Je suis résolument optimiste et veux indiquer à nos peuples une route d'espoir. Les liens de travail, mais aussi de respect et d'amitié qui président entre nos mouvements politiques à travers l'Europe préfigure cette nouvelle ère de coopération entre nos nations. Alors je souhaite longue vie à nos mouvements politiques, longue vie à nos nations libres d'Europe et longue vie à la belle et féconde amitié qui réunit nos peuples. Merci. Darei la parola a Geert Wilders, che ringrazio per la presenza, che rappresenta il Partito della Libertà, attualmente stando ai sondaggi, primo partito in Olanda col 30% dei voti. Benvenuto Geert. Thank you so much, Matteo. I am extremely happy to be in Milan today. And not only because it's the city of my friend Matteo Salvini and our ally Lega Nord, but also because it's the city which in 2005 awarded the late Oriana Fallaci, a true Italian hero, Milan's highest award, the Ambrogino d'Oro. And she deserved it. She was one of Italy's greatest and most courageous women and journalists. And whenever I come to Italy, I do so in honor of her. Oriana Fallaci
whose bravery in warning against the dangers of Islamization I greatly admire. And her book, The Force of Reason, La Forza della Ragione, was one of the best books that I've ever read. It was published in the year 2004 and inspired me personally to start my own political party in that same year. A party that today, 12 years later, is by far the biggest party in the polls in the Netherlands, and in some pollings, even almost with 30% of the vote. Thank you, Italy. Thank you, Matteo. Thank you, Oriana, for the inspiration. I'm very proud to be here. Today, our civilization is still in danger. As a matter of fact, worse than ever before. We are facing an existential threat. And you can see it everywhere, in all Western European countries. Our borders have been opened to Islamic mass immigration. And the consequences are terrible. The costs are gigantic, the attacks are horrible, and the threat of terrorism has never been as high as today. So we need to act, and that is why we are here today in Milan, with a message of strength, a message of hope, a unity between ourselves. And together with my good friends from Italy, from France, from Austria, Belgium, the UK, and all the other countries, we have forged an alliance. An alliance with an historic mission. And our mission is to save and defend our nation and our civilization, built on the legacy of Rome, Athens, Jerusalem, and the survival of our freedom, our identity, and our values are at stake today. My colleagues and I, we ring the bell of the revolution, a democratic revolution, a peaceful revolution, to regain our national sovereignty, to stop the invasion, to protect our people, our women, our culture. We have to become the masters again of our own borders, our own budgets, our own destiny. And our mission is to do what governments fail to do. I believe Italians say, basta, finita la commedia. And that's also good news. Indeed, Schengen is almost dead. Europe, as a matter of fact, the European Union is almost dead. And the euro will not survive much longer. And the other good news is that ever more people, millions of people, join us. It's a patriot spring that is on its way. And the European elites are running our nations into the ground. And we will not allow that. We will not accept that. The people will not accept that. And the people will resist that. Because the people no longer want politicians who are selling out their nation, ignoring the wishes of its citizens and acting like politicians, politically correct appeasers and sometimes even cowards. What we need today is leadership. Brave politicians, unlike the ones that currently often misrepresent the people in so many fake parliaments, where they do exactly the opposite of what the majority of the people want. And I say, enough is enough. Most of us here behind this table are leading the polls in our respective countries. And we are politically successful because we stand for the following five principles. And I call it the principles of new patriotism. One, we want to close our borders for mass immigration from Islamic countries, and we want to stop the asylum tsunami. If I would become Prime Minister of the Netherlands after the elections of next year, the first thing I will do is close the Dutch borders at once. Two, we must protect ourselves against the terrorist threat. We do not want jihadis in our countries. And we must restore the safety of our citizens, especially women. No more rape.
no more sexual jihad. You all know and remember that on New Year's Eve, only in the city of Cologne, over 1,000 women were assaulted, groped, raped, and so far 30 suspects have been caught, all of them not Africans, half of them asylum seekers. This is totally unacceptable. Closing our borders is a major step towards also more safety at home. Three, we do not want billions of our taxpayers' money to be spent in Brussels, to be spent for bailouts, to be spent for asylum seekers. We want that money to be spent on our own people, in our own country. And four, we choose national sovereignty instead of the European Union and Schengen. The capital of the Netherlands is Amsterdam and not Brussels. We will regain national sovereignty and get rid of the unelected European politicians. And five, last but not least, we want to stop the Islamization of our free societies. I say no more. We choose freedom and we will not compromise anymore. Ladies and gentlemen, it's time to halt the elite's march of folly and save our countries. And that is what people expect of us. That is why so many people support us. And that is what needs to be done. And that is what we will do. It is our duty as true political leaders. We will try to make our country safe again, sovereign again, and great again. And we will succeed. We will succeed because the people and the truth are on our side. Let me finish by reminding you of something Oriana Fallaci once said. And I quote her. She said, "It is a lie to say that the truth stays in the middle. No, sir. Sometimes the truth stays on one side only." End of quote. And indeed, the truth, ladies and gentlemen, is on one side only. It is on our side. So get used to it. We are the future. Thank you. Grazie Geert, grazie anche per aver ricordato Oriana Fallaci, perché per me è motivo di orgoglio, perché quell'ambrogino d'oro glielo feci ottenere io come capogruppo in Consiglio Comunale della Lega Nord nel 2005, quindi è una delle cose di cui vado orgoglioso. Heinz Christian per la FPÖ. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir hatten gestern einen sehr interessanten Kongress zur Zukunft Europas. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal bei den Vertretern der Lega Nord, bei Matteo Salvini, recht herzlich bedanken für diese wichtige Initiative, die hier in Mailand auch sichergestellt worden ist. Wir sind uns alle einig, dass Europa, die europäische Kultur und die europäische Freiheit heute durch eine unverantwortliche Massenzuwanderung bedroht wird. Und es ist dramatisch, wie hier die Europäische Union, aber auch die nationalstaatlichen Regierungsvertreter scheitern und Europa in Richtung Abgrund führen. Angeführt von einer deutschen Kanzlerin Merkel, unterstützt von einem österreichischen Bundeskanzler Faymann, wo man über 1,5 Millionen Menschen unkontrolliert, ohne Passkontrollen, ohne Registrierung, über unsere Grenzen hereingelassen hat, Gesetzesbruch gelebt hat, die Schengen-Verträge, Staatsverträge außer Kraft gesetzt worden sind, Dublin-Gesetze außer Kraft gesetzt worden sind und man hier unverantwortlicherweise die Staatsbürger Österreichs, Deutschlands und ganz Europas, aller Nationalstaaten gefährdet hat, Terroristen über die Grenzen gekommen sind, Kriminelle über die Grenzen gekommen sind. Und man uns dann versucht, noch mit falschen Begriffen Menschen als Flüchtlinge zu verkaufen, die nicht Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention sind. Wir wissen heute, dass wahrscheinlich über 80% keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention sind, sondern dass es sich um eine Zuwanderung
aus wirtschaftlichen Gründen handelt, wenn man so will, um eine neue, moderne Völkerwanderung, und das eine Invasion ist aus Ländern, aus islamischen, aus arabischen Ländern, aber auch aus afrikanischen Ländern, wo eine Islamisierung Europas im Raum steht. Und wir wollen keine Islamisierung Europas. Und das ist unsere Verantwortung für die Bürger unserer Staaten, unserer Nationen, denen wir uns auch verpflichtet fühlen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben ein Scheitern auf unterschiedlichsten Ebenen. Die Europäische Union löst nicht Probleme, sie ist Teil des Problems. Sie versagt auf unterschiedlichen Ebenen. In der Frage der Massenzuwanderung und der Schengen-Außengrenze, die nicht gesichert wird, in der Frage des Euros, einer Zwangswährung, die uns letztlich alle begonnen hat, still zu enteignen, und wo man eine Schuldenunion gegen die eigenen EU-Verträge umgesetzt hat und damit die eigenen EU-Verträge gebrochen hat und die Bürger ein weiteres Mal verraten hat. Wir haben in so vielen Bereichen ein Scheitern. Und es braucht daher unsere patriotischen, freiheitlichen Parteien und Kräfte in Europa. Wir haben heute eine Entwicklung, wo die Lega Nord immer stärker wird und mit Matteo letztlich auch jemand vorhanden ist, der wirklich als eine Zukunftsherausforderung auch Renzis immer stärker wird und die Chance hat. Wir haben in Frankreich mit Marine Le Pen eine mögliche zukünftige Präsidentin, die einen immer größeren Zuwachs erhält. Mit Wilders einen Mann in Holland, der in allen Umfragen auch stärkste politische Kraft bereits ist. Auch wir in Österreich mit 30-34% sind heute in den Umfragen stärkste Kraft. Ja, und wir erleben, dass es Länder in Europa gibt, die gute Präsidenten, Ministerpräsidenten haben. Und ich sage bewusst, Orban arbeitet und handelt im Interesse seiner eigenen Bevölkerung, so wie wir das auch als Anspruch für uns, für unsere Bevölkerungen umsetzen und sicherstellen wollen. Und wer seine Grenzen nicht schützt, sondern gefährdet, der gefährdet die Sicherheit, die Freiheit, die Demokratie und Ordnung seines Landes und seiner Bürger. Wer die Grenzen nicht bereit ist, dicht zu machen, hat auch Verantwortung, dass der Terrorismus in Europa immer stärker Platz greift und parallel und gegen Gesellschaften entstehen. Und wir haben, und das ist auch meine Position, wir wollen sicherstellen, dass wir den Druck auch gegenüber unseren Regierungen, die hier versagen, weiter erhöhen wollen gemeinsam. Dass wir den Druck auf diese abgehobene zentralistische Europäische Union, die wir in der Form nicht mehr wollen, sondern die in Richtung eines föderalen Europas entwickelt werden muss, erhöhen wollen. Und wir werden nicht zulassen, dass weiterhin unsere Sicherheit, unsere Zukunft in Europa in der Art und Weise gefährdet wird, wie das heute der Fall ist. Vielleicht ein Vergleich. Jeder Flughafen, jedes Fußballstadion wird zu Recht streng bewacht, die Zugänge gesichert, unberechtigte Personen abgewiesen und nur kontrollierte, registrierte und berechtigte Personen werden in ein Fußballstadion gelassen. Man stelle sich vor, man würde das nicht tun und man hätte das angesichts der dramatischen Pariser Terroranschläge bei den Fußballstadien nicht getan. Was da noch zusätzlich für hohe Opferzahlen entstanden wären, aufgrund des islamischen Terrors, der in Paris Platz gegriffen hat. Das heißt, es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, so wie man heute zigtausende Menschen auf jedem Flughafen täglich kontrolliert, registriert und nur mit Berechtigung auch in den Flieger einsteigen lässt oder auch in ein Fußballstadion hineinlässt, das auch an den nationalstaatlichen Grenzen auch wieder umzusetzen. Und wer seine Grenzen eben nicht schützt, bricht Gesetze. Er handelt gesetzeswidrig. Er handelt gegen die berechtigten Schutz- und Staatsinteressen seiner Bürger. Und wenn die EU nicht fähig ist, seine Außengrenzen zu schützen, ja, dann ist Schengen in Wahrheit real schon außer Kraft und außer Kraft zu setzen. Und wir haben daher so rasch wie möglich nationalstaatliche Grenzsicherungen auch umzusetzen. Und diese Völkerwanderung hat heute eine große Tragweite. Sie ist eine Trägerwelle für Terroristen, für Personen, die unsere Kultur zutiefst ablehnen, die uns verachten, uns als Ungläubige in vielen Bereichen diffamieren, wo Menschen kommen, die auch unsere Frauen nicht achten, weil sie als Ungläubige gesehen werden. Und das haben wir in Köln auch dramatisch erleben müssen, aber auch in vielen anderen Städten Europas bis nach Schweden, wo Frauen als Prostituierte
beschimpft worden sind, sexuell attackiert und belästigt worden sind, vergewaltigt werden, weil man sie als ungläubige, als ein ungläubiges Stück Tier beschimpft und abwertet. Was sind das für Entwicklungen, die hier Platz greifen und dann noch von Medien und auch von Behörden versucht werden, totgeschwiegen zu werden? Das sind Entwicklungen, wo die Demokratie und unsere Zukunft ernsthaft gefährdet sind und wir letztlich diese Verantwortungsträger auch überwinden müssen, um diese Probleme endlich auch abzustellen. Ich komme zum Ende meiner Ausführungen. Der Missbrauch des Asylrechts ist sofort abzustellen. Wir haben Menschen, die zu in etwa 20% aus den Kriegsregionen des Irak und Syrien kommen, die in der Türkei und in anderen Nachbarländern letztlich aufgenommen worden sind und nicht mehr sich in einem Kriegsgebiet befunden haben. Es gibt kein Recht, dass Menschen dann weiterreisen durch unzählige sichere Länder, um ihre jeweiligen Wunschdestinationen zu erreichen, die sie sich aussuchen wollen. Es gibt kein Recht auf Zuwanderung, aber es gibt ein Menschenrecht auf Heimat. Und dieses Menschenrecht auf Heimat, dieses Menschenrecht wollen wir endlich wieder auch zur Umsetzung führen, weil politische Verantwortungsträger heute einen Selbstmord an unseren europäischen Völkern vornehmen und Europa in den Abgrund führen. Und genau das werden wir gemeinsam nicht zulassen. Wir werden gemeinsam alles unternehmen, die Rettung des europäischen Abendlandes sicherzustellen, in Verantwortung für unsere Bürger und auch die soziale Verantwortung sicherstellen. Denn die Kostenexplosion, die wir heute erleben, auch durch diese unverantwortliche Massenzuwanderung, die ist nicht mehr zu finanzieren. Aber man wird auch hier versuchen, über die Bürger letztlich mit Steuererhöhungen und Sozialkürzungen diese Finanzierung umzusetzen. Das alles ist nicht gerecht und muss ein Ende haben. Wir sind angetreten, Europa in eine gute, gerechte und sichere Zukunft zu führen und diese fehlerhaften Regierungen gemeinsam auf nationalstaatlicher Ebene und auch auf EU-Ebene endgültig zu überwinden. Grazie Heinz, l'ultimo dei leader al tavolo insieme ai colleghi di Europarlamento che ringrazio è Tom van Grieken del Vlaams Belang. Thank you each time. It's an honor and privilege for me to be here among such fine and intelligent and eloquent European friends. I want to thank them all and especially Matteo for all the work that we already did together. And although we have different cultural and political backgrounds, we both see two big dangers that old Europe, that Europe as a continent has to face. First of all, and the previous speakers already mentioned it, we have of course the mass immigration. We should help refugees in their own country, their own region. We should protect, second of all, European borders. Countries, for example, like Hungary, who do their job and protect the outside borders of Europe, should not be insulted like Guy Verhofstadt, somebody of my country always does. No, we should say they're doing a good job. And countries who really like to have our money but refuse to protect our outside European borders, well, we should punish them. Third of all, like being able to close the door of your own house, each country should be able to control their own borders. And fourth of all, after the end of a procedure and an asylum seeker has no longer any rights to be in our country, there should be a plan of re-immigration. The second big danger that we all face as European nations is political correctness. Political correctness, which actually is Brussels, the capital of political correctness, and evolved nowadays as the capital of jihad. Closing your eyes for the biggest danger of Europe, Islamization, causes that nowadays each terrorist Islamic attack in Europe has a link with Brussels. And I'd like to take the chance of this moment to apologize to Marine and all the people of France that the weapons, the terrorists, the majority came from our country. They were Muslims who were able to feed their fundamentalism and the political elite looked away. I really want to apologize for all the pain it caused to the French people because my country is ruled by incompetent and political correct elite. Because of looking away, because of political correctness, in my country 66% of the Muslim population thinks
the Quran is more important than our democratic laws. Mohammed is the most popular name in Antwerp and Brussels. 7 out of 10 male newborns have an Arabic name. 45% of our prisoners are Muslim, and more than 10,000 fundamentalists are estimated to live in Brussels. We consider it is our duty to protect the individual freedoms of the European citizens. Today, these individual freedoms are under attack. Freedom of speech, the separation of church and state, and equality of men and women. All these values are under attack because of the influx of people who don't share these values. If we want to keep those precious individual values and freedom, we will have to defend them. This is why I'm very proud as Vlaams Belang to sit here with people, parties, who made it their primary goal to do exactly that. Our goal, ladies and gentlemen, is not different from our name, a Europe of nations and freedom. I thank you. Grazie a voi. Adesso, se ciascun giornalista con nome e testata rivolge una domanda, sono e siamo a vostra disposizione. Buongiorno, Luca Moriconi, Rai News 24. Di fronte a quello che voi chiamate il fallimento di Schengen, c'è la possibilità che appunto si ritorni ai controlli, alle frontiere. Ecco, l'Italia, lo chiedo sia a Matteo Salvini che ovviamente a tutti gli altri leader, non rischia a questo punto di vedere questo fenomeno migratorio sempre più presente all'interno delle proprie coste? Parliamo degli sbarchi a Lampedusa o nel sud dell'Europa, che molti avevano definito frontiera dell'Europa, e per questo avevano chiesto un aiuto proprio a Bruxelles per gestire questo sbarco migratorio. Cioè, non si rischia che poi ci sia un collasso ulteriore in Italia? Grazie. Purtroppo l'Italia arriva sempre per ultima, e quindi il governo italiano dovrebbe avere appunto il dovere di difendere i suoi confini. Però io leggo che Renzi dalla Merkel stanno parlando di quanti soldi regalare alla Turchia e quindi ai terroristi islamici. Purtroppo l'Italia e l'Europa sono governati da complici di chi finanzia e organizza questa invasione, che è studiata a tavolino. Fossi io al posto di Renzi, userei le navi della Marina militare per salvare vite e riportare ai porti di partenza coloro che sono su queste barche, difendendo i confini invece che aiutare gli scafisti e finanziare l'ISIS. Il governo italiano sta aiutando sostanzialmente il terrorismo islamico. En quelques mots pour pointer du doigt l'ironie et le cynisme de ces dirigeants européens qui ont appelé à l'immigration, qui ont ouvert leurs portes, qui ont joué les généreux dans le cadre de la bien-pensance. La position qui est celle de Matteo, qui est également la mienne et que nous défendons depuis longtemps, aurait peut-être évité au Premier ministre suédois le ridicule d'être obligé aujourd'hui d'annoncer le renvoi par charter de 80 000 migrants illégaux. Alors les solutions, elles existent. Elles sont exactement l'inverse de celles qui sont mises en œuvre depuis des décennies sous la férule, il faut le dire, notamment de Mme Merkel, auquel beaucoup de dirigeants européens se sont littéralement soumis. Les solutions, ce sont celles qui sont mises en œuvre par l'Australie, avec des résultats remarquables. Zéro migrant clandestin en Australie, zéro mort au large des côtes australiennes. Yes, well, my answer would be that Schengen, dead Schengen, a non-functioning Schengen would be the best thing that could happen. Because first, Europe should not be in charge to decide
who all the member states allow into their country as an immigrant. And they are doing that now. They are deciding who we should allow to enter our own sovereign country, and they should not do so. This is the more principled answer. The reality today also is that Europe is totally unable to protect and defend its own borders. And the result is that we have a tsunami of asylum seekers coming to Western Europe. And they are, as a matter of fact, not asylum seekers, because as my friend Hans-Christian Strache already said, they passed so many safe countries because before they enter a Western European country, that they are have to be seen not as refugees, but as migrants. And they cost our a lot of money, you know. In Holland, in the last few years, we had to make a lot of austerity measures, billions of cuts, when normal people, pensioners, healthcare schemes were cut, and at the same time we gave millions of euros to the asylum seekers, to bailouts, to everything that the Europeans try to do. So for all the reasons possible, it would be a fantastic day to open a bottle of champagne when there will be no Schengen left. Ja, genau hier muss man ansetzen. Ich sage bewusst, Merkel zerstört Europa mit ihrer Einladungs- und Willkommenskultur. Deutschland hat allein im letzten Jahr, offiziell werden über 1 Million Menschen bestätigt, in der Realität dürften es 1,5 Millionen Menschen sein, nach Deutschland gelassen. Wir wissen heute, dass viele nicht registriert wurden. Wir wissen aber auch, dass jene, die registriert wurden, zum Teil verschwunden sind in den Untergrund. Hunderttausende laut englischen Medien berichten. Wohin? Die können sich alle frei bewegen in der Europäischen Union. Die können nach Belgien, nach Frankreich, nach Holland, nach Österreich, wohin auch immer reisen. Das ist eine unverantwortliche Entwicklung, wo wir wissen, dass der Islamische Staat angekündigt hat, Europa islamisieren zu wollen. Dass er angekündigt hat, Terroristen in Massen nach Europa zu schleusen. Dass er angekündigt hat, den Kampf nach Europa zu tragen, den Terror und den Mord nach Europa zu tragen. Und wir haben Politiker, die das zulassen. Und es ist möglich, das zu verhindern. Australien hat es vorgezeigt. No way. Man hat militärische Schiffe entsandt, einen klaren Befehl, Menschen, die mit dem Boot versuchen, nach Australien zu kommen, zu retten. Aber der Befehl lautet in Australien klar: Wir schicken euch zurück dorthin, wo ihr ausgelaufen seid. Probiert es gar nicht. Was ist der Beschluss der Europäischen Union an Frontex? Schiffe zu entsenden, um auch Menschen, die von Afrika Richtung Europa auslaufen, zu retten. Das ist gut. Aber dann geht der Befehl in eine völlig falsche Richtung. Nicht zu den Ausgangspunkten nach Afrika, diese Menschen zurückzubringen und ihnen zu sagen, es macht keinen Sinn, probiert es nicht. Sondern die werden dann nach Europa gebracht und in Europa sollen sie verteilt werden. Das ist ja in Wahrheit diese Entwicklung, die wir abstellen wollen und abstellen müssen. Und das ist gar nicht der politische Wille, der heute vorhanden ist. Wir haben diesen Willen. Andere haben diesen Willen nicht. Und da geht es um diese politische Entscheidung. Und ich sage, ich bin davon überzeugt, die Mehrheit der europäischen Völker, wenn man sie abstimmen lassen würde, wenn man sie im Sinne einer Volksabstimmung, wie in der Schweiz, das auch verfassungsrechtlich möglich ist, abstimmen lassen würde, dann wären 80% aller europäischen Bürger in einer Volksabstimmung dafür, die Grenzen mit allen Mitteln zu schützen, zu sichern, illegale Zuwanderung zu stoppen und dieser Völkerwanderung einen Riegel vorzuschieben. Weil die Menschen spüren und wissen, dass das in eine soziale, kulturelle Entwicklungsproblematik führen wird mit Konflikten, wo unsere Kinder nicht mehr vielleicht eine friedvolle, ruhige Zukunftsentwicklung vorfinden und auch der Terrorismus und die Bedrohung von Gewaltkonflikten in Europa eine immer höhere werden würde. Und das wollen wir nicht. Und genau das ist das, was möglich ist. Posso? Sì. Sono Tommaso Cinquemai di Affari Italiani. Lunedì è stata lanciata la macro regione alpina, di cui parte la Francia, l'Italia, la Germania, l'Austria, una serie di paesi. La mia domanda era rivolta principalmente a Marine Le Pen, ma poi a chiunque voglia rispondermi, se
questo è un tipo di Europa auspicabile, cioè un'Europa fondata su macroregioni, aree omogenee dal punto di vista sociale ed economico, e se questa può essere un'alternativa all'Europa che viviamo adesso. Grazie. Moi je crois aux nations. La nation n'est pas seulement une entité territoriale. La nation, c'est un peuple, c'est une histoire, c'est une langue, c'est une culture, c'est une diversité, la grande diversité des nations auxquelles nous sommes extrêmement attachés. Qu'il puisse exister des coopérations entre régions frontalières, mon Dieu, on n'a rien inventé. Ça existe déjà et c'est assez légitime. Mais je reste convaincu que la nation, parce qu'elle est le siège de la souveraineté et donc le siège de la démocratie, car il n'existe pas de démocratie sans souveraineté, est la structure la plus performante pour assurer la prospérité, la sécurité et défendre l'identité de nos peuples. Donc l'Europe des nations, c'est notre projet. Con la libera scelta dei popoli, a differenza di quello che impedisce di fare Bruxelles, con i popoli che possono e devono decidere se, come e con chi riorganizzarsi e autogovernarsi, cosa che ad oggi sia Bruxelles che in chiave italiana è assolutamente impedito. L'importante è che scelgano i cittadini. In Olanda i cittadini voteranno addirittura sull'accordo fra Unione Europea e Ucraina, in Italia la Costituzione vieta ai cittadini di votare su qualsiasi tematica internazionale, che è una follia, quindi superare le attuali frontiere è solo positivo dal mio punto di vista. Si je peux me permettre, je répéterai ce que j'ai dit hier. Je sais qu'un certain nombre de journalistes cherchent des coins entre nous. Cherche à nous opposer en disant « mais sur ce sujet, vous n'êtes pas d'accord, et sur celui-là non plus ». Je crois que vous ne comprenez pas, ceux qui posent ces questions-là, la philosophie qui est la nôtre. Nous sommes des défenseurs de la souveraineté. Nous ne voulons pas qu'on nous impose de force un modèle, le même pour tous, parce que nous sommes les défenseurs des diversités qui sont les nôtres. Par conséquent, nous n'allons pas remplacer cette forme de terrorisme dont nous sommes victimes de la part de Bruxelles par un autre terrorisme qui voudrait que moi, française, j'impose à l'Italie ma manière de voir ou que moi, française, j'impose aux Pays-Bas ou à l'Autriche ma manière de fonctionner. Chaque peuple est libre et maître chez lui. Chaque peuple décide pour lui-même de son organisation politique, de la forme que doit prendre son économie, de la qualité et de la diversité des relations qu'il doit avoir avec des pays dont il décide seul. Ceci n'empêche pas la coopération, ceci n'empêche pas des projets communs, mais des projets librement décidés par chacun et conformes à l'intérêt de chacun. Donc ceux qui cherchent à trouver des incohérences n'en trouveront pas, car fort de cette défense de la démocratie et de la souveraineté, nous sommes capables, et les uns et les autres, de nous respecter, d'être amis et de rester nous-mêmes. Bonjour, Camille Gérard d'Europe 1, journaliste française. J'aurais souhaité avoir des précisions de la position de votre groupe par rapport à la question de l'islam. Peut-il y avoir, selon vous, une place pour l'islam en Europe? Et Madame Le Pen, dans quelle mesure vous partagez le point de vue de certains de vos alliés politiques sur cette question, comme Geert Wilders qui nous parlait tout à l'heure, d'un risque d'islamisation de nos sociétés, de djihad sexuel, ou bien Matteo Salvini qui considère qu'aujourd'hui l'islam ne remplit pas les conditions pour avoir sa place en Europe.
suo posto in Europa. Merci. Grazie. Vous êtes tellement prévisible. Que malgré le fait que j'ai répondu à votre question avant que vous la posiez, vous la reposez quand même. Oui, c'est très français. Donc, je vais répéter ce que j'ai dit. Vous connaissez parfaitement ma position. Vous savez parfaitement que le Front National est un mouvement aconfessionnel. Que nous considérons que nous ne jugeons pas nos compatriotes en fonction de leur religion, mais nous considérons que tous doivent se soumettre aux lois communes. Vous savez que je lutte contre le fondamentalisme islamiste, et ce fondamentalisme islamiste, je crois que nous sommes tous d'accord pour constater qu'il a pris des positions, qu'il s'est développé, qu'il a avancé, qu'il a acquis un pouvoir inouï dans un certain nombre de nos réseaux de sociétés, dans un certain nombre de nos quartiers, dans un certain nombre de nos villes, sans que nos dirigeants politiques ne fassent quoi que ce soit pour lui barrer la route. Ceci, incontestablement, entraîne des atteintes, et notamment des atteintes aux droits des femmes. Vous avez l'air d'être choqués par ce terme de djihad sexuel. Et pourtant, ces agressions sexuelles à l'égard des femmes sont une arme de la part des fondamentalistes dont ils usent, dont ils abusent dans leur propre pays et dont ils cherchent à user et à abuser dans les nôtres. Oui, je m'élèverai effectivement pour la défense du droit des femmes et je n'accepterai jamais que les valeurs qui sont les nôtres, que la dignité de la femme, que les droits qui sont ceux des femmes puissent être atteints par des comportements qui sont très éloignés de nos valeurs. Maintenant, vous le savez aussi, nous avons des divergences, parfois, des différences de perception entre nous. C'est un fait et ça n'est pas une difficulté. Précisément en raison des propos que j'ai tenus avant votre question. Chaque peuple a le droit de décider démocratiquement la manière dont il veut voir organiser la société dans laquelle il vit. Mes positions sont claires. Celles de Geert Wilders peuvent être différentes. Celles de Matteo parfois le sont aussi. Mais nous nous rejoignons sur l'essentiel. Et ceci nous suffit à former un groupe tout à fait cohérent. Si, se posso aggiungere una parola, l'Islam di oggi, che interpreta alla lettera e fanaticamente il Corano, dal mio punto di vista, è assolutamente incompatibile con le libertà e i diritti conquistati in anni di battaglie nei paesi occidentali. Questa è la mia molto semplice posizione. I agree with both Marine and Matteo that we share so many important things as parties that want to regain the national sovereignty and of course also with respect for differences that might and do exist. I believe, my party believes, as Matteo said, that the true Islam, the Islam of the Quran, the Islam of the Salafism, the Islam of the Wahhabism, the Islam of the life of Muhammad is really not compatible with freedom. To leave Islam is a crime where people are being killed for. It's like any other totalitarian ideology. It has nothing to do with democracy and freedom. Look what we witnessed in Europe in the last few weeks when it comes to the harassment of women. The lack of respect for women. It's not only a religious, it's also a cultural kind of thing that we should not accept. So indeed, I believe Islam is a threat, but even my party makes a distinction between the ideology and the people. And of course we want less Islam
as the Party for Freedom, the less the better, but all those Muslims in our countries that abide by our laws, abide by our values, abide by our constitution, we will never, ever force them to leave and treat them as equally as anybody else, which doesn't mean that we want to have more immigration. We do not. Which doesn't mean that we would not want to have schemes, which we do have, of voluntary remigration. And of course, which does not mean that if somebody with a double nationality commits a terrible crime, that we should be able to strip him of the nationality and send him back to any country they come from. That's my answer. Von meiner Seite eine klare Position. Der Islam ist kein Teil Österreichs. Und er ist vorwiegend auch kein Teil Europas. Und selbstverständlich respektieren wir jede Religion, und Religion ist Privatsache. Und wir haben es mit einer Entwicklung zu tun, wo viele, wenn man so will, Religionen missbrauchen. Vor allen Dingen im Islam. Wo nämlich man den Islam nicht nur als Religion definiert, sondern als Politik, als Gesellschaftsordnung, als eine verbindliche Rechtsordnung mit der Scharia, wo man europäische Freiheiten, westliche Gesetze, unsere Verfassungsgrundlagen missachtet, ja zutiefst diametral entgegensteht. Wo ich sage, ich beurteile die Menschen, wie sie zu unseren Grundrechten und Verfassungen stehen, gleich welchen Glauben sie haben. Und da stelle ich dann die Frage, wenn wer meint, dass Frauen nicht gleichberechtigt behandelt werden müssen, wenn wer meint, dass Frauen unterdrückt werden können, wenn wer meint, dass es Schlaganleitungen geben kann im islamischen Recht, dass man Frauen schlagen kann, ja damit sogar die Frau ehrt, dann hat er in unserer Gesellschaft und in Europa nichts verloren. Und wenn wer meint, dass er hinter einer Religion begründet findet, Ehrenmorde begehen zu dürfen, weil es da einen Anspruch darauf gäbe, dann hat er in unserer Gesellschaft nichts verloren und keinen Platz. Und wenn wer meint, gleich welcher Religion er ist, dass Andersgläubige, in dem Fall wir Christen oder Juden, Ungläubige sind, dann ist das keine Grundlage, dass er einen Platz bei uns in Europa haben kann. Denn es gebietet der gegenseitige Respekt, sich als Andersgläubiger auch gegenüber auf einer anderen Grundlage zu begegnen und nicht als Ungläubiger beschimpft zu werden. Und das sind genau diese Grundvoraussetzungen, die man bei jedem Einzelnen auch prüfen müsste. Und ich sage, natürlich ist es notwendig, hier auch viele Dinge offen anzusprechen. Viele im Islam berufen sich darauf, dass das eine Religion des Friedens ist. Aber wenn man den Anspruch des Islam, der sich ja im Koran widerspiegelt, auch hinterfragt, und dann wird oftmals gelehrt, dass der Frieden erst herrschen kann, wenn die Welt islamisiert wurde, mit Krieg, mit Feuer und Schwert, wie der Heilige Vater und der Papst ja auch einmal gesagt hat. Das ist der Hintergrund. Und da glauben viele, dass sie die Welt islamisieren müssen und dass so lange Krieg herrscht, bis diese Weltherrschaft auch umgesetzt ist. Und dann erst der prognostizierte Frieden herrschen kann. Das entspricht nicht unserem Weltbild und das wollen wir nicht. Und deshalb ist es wichtig, uns mit diesen Entwicklungen auseinanderzusetzen, mit den Interpretationen auseinanderzusetzen. Denn es kann ja nicht sein, dass man sagt, dass Interpretationen, schriftliche Niederschriften im Koran nicht zu interpretieren sind, sondern wortwörtlich zu nehmen sind. Wenn das so ist, dann muss man das sehr kritisch hinterfragen. Denn es kann nicht sein, dass man Menschen tötet, versklavt, verkaufen kann, wie ein Gut. Und dann müssen wir natürlich auch die Entwicklung islamischer Länder hinterfragen, denn Toleranz kann keine Einbahnstraße sein. Saudi-Arabien, Hinrichtungen, jede Woche Freitag, Auspeitschungen, Köpfungen. Wollen wir so eine Entwicklung in Europa weiter fördern? Nein. Und wenn man so etwas verachtet und wenn man so etwas als Menschenrechtsverletzung auch definiert, dann frage ich mich, warum dann Politiker solche politischen Verantwortungsträger dann einladen, auch wo in solchen Ländern solche Dinge auch passieren und man dann auch noch seine eigene Kultur leugnet und teilweise Statuen verhüllt, wie das jetzt unlängst auch in Rom der Fall gewesen ist. Prego, domande veloci.
Pardon. Vous voyez, mademoiselle de France Inter, qu'il y a autour de cette table des gens qui sont raisonnables et qui luttent non pas contre l'expression pacifique d'une religion à titre individuel, mais contre ceux qui utilisent la religion comme un projet politique et qui cherchent à imposer un projet de société par la violence un petit peu. Nous luttons en réalité contre ce que Manuel Valls appelait l'islamo-fascisme. Alberto Matteo della Stampa, una domanda per Madame Le Pen, per il signor Wilder e il signor Strache. Effettivamente nei vostri rispettivi paesi voi siete in testa ai sondaggi, però non avete alleati e senza alleati difficilmente si raggiunge una maggioranza e quindi la possibilità di governare. Non credete che la radicalità stessa delle vostre posizioni vi condanni a un'opposizione perenne? Non, pas du tout, monsieur. Je ne crois pas du tout. Nous menons un combat difficile contre des partis qui, en revanche, s'allient entre eux, alors même que durant des années, ils ont fait croire qu'ils avaient un projet différent. Mais l'on voit que, élection après élection, en réalité, de plus en plus de nos compatriotes nous font confiance. Et je suis convaincu que notre arrivée respective au pouvoir dans nos différents pays est inscrite. À nous de faire en sorte qu'elle soit, cette arrivée au pouvoir, la plus rapide possible, car la situation de nos pays se dégrade très brutalement. Quand nous sommes alliés avec Matteo, la Ligue était donnée à 4% dans les sondages. Aujourd'hui, il est le premier opposant à M. Renzi. Aux législatives de 2007, le Front National a fait 4,5%. Il est aujourd'hui le premier parti de France, il l'a été aux européennes, il l'a été aux départementales, il l'a encore été aux régionales, élection après élection, nous prenons de la force. Le seul allié dont nous avons besoin, monsieur, c'est le peuple. C'est lui qui décide. Et nous, nous lui faisons confiance. Yes, well, I fully agree. The people cannot be ignored. And the people will not be ignored. You see here at least three politicians from leading Front National, the FPÖ and the Party for Freedom that today represent the biggest party in their country. And those people are millions of people in each country. And certainly in Holland, as in Austria and as in France, those people are not extremists, they are not radicals, they are average people concerned that they have no influence in the politics and that the ruling elite is doing exactly the opposite as they should do. I believe that we will govern. I believe that we will replace many of the old elite parties. And don't trust any politician, like in my country, who says that they will not work together with us. They said it before, and we supported, as a third partner, we supported a minority government for 2 years' time. What if we would have become the biggest party? I'm sure that this revolt, this revolution, this democratic revolution that I'm talking about, will not accept any old political party that ignores the voice of the people, and we will not let that happen. Was wir seit geraumer Zeit in unterschiedlichen europäischen Ländern erleben, ist, dass es eine Form von moralischen linken Meinungsfaschismus gibt. Und ich sage, wir sind Antifaschisten. Wir lehnen jede Form von Faschismus und Totalitarismus und Gewalt zutiefst und vehement ab. Wir erleben einen Meinungsfaschismus gegen uns gerichtet, wo normale, vernünftige Ideen heute diskreditiert, diffamiert werden und wir in ein Eck gestellt werden, wo wir nicht hingehören. Wir sind vernünftig und wir sind die Vertreter der Normalität Europas heute. Das muss einmal gesagt sein. Und wenn wir eine arrogante Ignoranz, ja, gegenüber der eigenen Bevölkerung heute erleben, von Altparteien
in Europa die Legitimation sukzessive verlieren, weil sie immer weniger Unterstützung der eigenen Bevölkerung erhalten, weil sie eben ihre eigene Bevölkerung ausgrenzen, weil sie nicht auf den Wunsch und auf die Meinung der eigenen Völker hören, dann ist das undemokratisch. Und deshalb werden diese Parteien auch dann an den Wahlurnen abgestraft. Und deshalb vielleicht eine Korrektur. Wir haben Regierungspartner in Österreich. 2013, bei der letzten Nationalratswahl in Österreich, haben wir 20% erreicht. Wir konnten damals keinen Partner für eine Bundesregierungsbeteiligung finden. In nur 2 Jahren haben wir von den 20% auf 30-34% österreichweit in Umfragen zugelegt. Und wären jetzt Nationalratswahlen, würde sich die Sachlage völlig anders gestalten. Warum? Im letzten Jahr hatten wir in 4 Bundesländern Landtagswahlen, unter anderem auch im Burgenland und der Steiermark in Oberösterreich und Wien. Und im Burgenland sind wir heute in einer Landesregierung mit der Sozialdemokratie. Und wir haben die Ausgrenzung durchbrochen, die undemokratische. Und in Oberösterreich, im drittgrößten Bundesland Österreichs, sind wir auch aufgrund einer Regierungsverantwortung heute in einer Situation mit 31% diese Ausgrenzung überwunden zu haben, weil uns die Bevölkerung so stark gemacht hat, dass man nicht mehr an uns vorbei kann. Und dort mit der Österreichischen Volkspartei. Das heißt, wir sehen, dass wir das, diese Ausgrenzung durchbrechen können, durch die Kraft und durch die Macht, die uns die Bürger geben, durch die Stärke, die sie uns geben und mit der Schwäche, die unsere Gegner erhalten und in Wahrheit dann auch letztlich umdenken lernen müssen. Und deshalb bitte auch bei der Realität bleiben. Auch in Wien, wo man uns weiter ausgegrenzt hat, trotz 31%, haben wir heute bei den Mandaten eine Drittelmehrheit, eine Verfassungssperrminorität und stellen den Vizebürgermeister laut Verfassung. Also auch dort kommt man Kraft unserer Stärke aufgrund der Verfassung nicht mehr an uns vorbei. Und das sind wichtige Grundrechte, dass Parteien mit einer gewissen Stärke auch nicht mehr demokratisch zu verhindern sind. Und ich glaube, das sollten Sie auch respektieren. Und deshalb sollten Sie die anderen hinterfragen, die ein Drittel der Bevölkerung oder noch mehr nicht bereit sind einzubinden in den demokratischen Prozess, welche faschistische Gedankenrichtung Sie hier haben, die Sie endlich ablegen sollten. Marco Krempa, bonjour. Bonjour. Une question. Oui. Aurélien Colli, France Inter, une question pour Madame Le Pen. En France, Madame Le Pen, vous donnez le sentiment de chercher un langage plus apaisé, moins clivant. Ici, vous présentez aussi une opposition européenne qui se veut constructive. Mais vous êtes aussi élu au Conseil régional de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, où une séance a été très longue et très houleuse hier. Je sais que c'est une question d'ordre national, mais est-ce que vous ne craignez pas que ce genre de dérapage régional nuise à vos efforts de normalisation au plan national et au plan européen, comme vous êtes en train aujourd'hui de le faire avec vos collègues eurodéputés? Excusez-moi, tout à l'heure c'était mademoiselle c'est, de Europe, c'était Europe 1, et là c'est monsieur Aurélien Colli, France Inter. Je pense que c'est le ridicule de votre question qui n'est pas au niveau de l'événement qui se déroule aujourd'hui, qui nuit probablement à la profession de journaliste, monsieur. Il y a d'autres questions ? Marco Cremonesi, il Corriere della Sera. Volevo sapere, a breve potrebbe essere deciso negli Stati Uniti, ma un intervento militare in Libia, a cui potrebbe partecipare l'Italia, forse anche paesi. Io volevo sapere da Marine Le Pen, Geert Wilders, il signor Strache, e anche Matteo Salvini ovviamente, cosa ne pensano di, da una parte, il califfato in Libia, a sud delle coste europee, dall'altra l'ipotesi di intervento militare. Grazie. Io penso che l'ISIS sia arrivato dove è arrivato per colpa di Bruxelles e dei governi europei. La guerra in Libia è stato uno degli atti più folli, demenziali e criminali degli ultimi anni. E altresì penso che in questo momento sradicare l'ISIS dalla Libia e soprattutto dalla Siria
con ogni mezzo possibile a disposizione sia una emergenza. Hanno fatto tanti interventi militari a sproposito in giro per il mondo, e ricordo le cosiddette primavere arabe sponsorizzate da altri. Per quanto riguarda l'ISIS, ogni minuto perso è una vita morta. Quindi non capisco come a Bruxelles non si rendano conto, a meno che non siano complici e non siano finanziati e non siano alleati. Perché il dubbio che qualcuno al governo, nei paesi e in Europa, sia finanziato e alleato del terrorismo islamico, il dubbio ormai mi viene. Juste trois mots pour vous dire que je rappelle que la très grande responsabilité de cette situation en Libye tient au comportement de Nicolas Sarkozy, qui, en intervenant en Libye, a mis au pouvoir les fondamentalistes islamistes qui ont immédiatement mis en œuvre la charia et ont plongé la Libye dans un épouvantable chaos. Je pense qu'il faudrait que les États-Unis arrêtent d'aller porter la guerre à droite et à gauche, car ça ne réussit pas au monde, tant ils ont commis des erreurs multiples et nombreuses, dont de très nombreux peuples payent les conséquences. Le peuple libyen, le peuple syrien, le peuple irakien, mais aussi tous les peuples d'Europe qui subissent du fait de ces déstabilisations, des flux migratoires massifs. Je crois qu'en Libye, il faut faire confiance à l'Égypte. Je pense que l'Égypte est probablement un des pays capables de stabiliser la Libye. On oublie trop souvent la diplomatie régionale dans notre monde, parce qu'on s'est soumis à l'idée que les États-Unis devaient être en toutes circonstances le gendarme du monde. Je ne le crois pas, et je pense que faire confiance à des pays comme l'Égypte, comme les Émirats arabes unis, c'est être capable de trouver une issue en Libye et retrouver une forme de stabilité, c'est-à-dire en réalité un État. Car s'il n'y a pas d'État dans ces pays, alors il y a la charia. Well, my first answer to your question would be is that we should start fighting Islamic terrorism in our own continent. We can talk about Libya and Syria, and of course it's very important, but we have had, and we still have, a lot of extremism and Islamic terrorism at home. We saw the attacks this year in France, in Paris, but we saw it before in Amsterdam, in London, in Madrid. So where are our governments dealing with ISIS today at home? I don't understand that most of the European governments, my own government, is stopping people for going jihadis to Syria, instead of letting them go. What they should do is let them leave, but never allow them to return home. And they do exactly the opposite when it comes to terrorists. They stop them from going, and they allow them to return. And this is what we have today. This is one of the reasons we have today in Europe an enormous potential and an enormous Islamic terrorist threat. We have open borders. The European elite said that together with the asylum flux, no terrorists would come. We saw it was a lie. So let's fight ISIS first in Europe, in Holland, in France, in Austria, instead of anywhere else. That should be, at least that is my priority. Now, when it comes to Syria, I'm in general a non-interventionist. But I have to admit that for Syria, I make an exception. My country supported the bombing with Dutch F-16s of Iraq. And perhaps soon
after a coalition partner of the Liberal Party in government, the Prime Minister's party, said that they would also allow the Dutch to bomb Syria, they might do so. And I have to say that I am in support of that, because we also have to stop ISIS there. I would not be in favor of sending Dutch ground troops to the area. I believe that this is also a task of many Arab countries themselves to make order in their own region. Ich muss vielleicht in Erinnerung rufen, dass Österreich in seiner Verfassung verankert ein neutraler Staat ist. Und wir haben daher ausschließlich militärisch unsere Neutralität Österreichs zu verteidigen und zu schützen. Ich halte fest, dass wir eine Entwicklung haben, wie Wilders richtig gesagt hat. Der Kampf gegen den Terror, der hat in Europa geführt zu werden. Wir haben ja nicht Terroristen aus diesen diversen Regionen der Welt nach Europa hereinzulassen und hier eine Struktur möglich zu machen, die in Parallelgesellschaften, in Vereinen passiert, wo wir heute wissen, dass Paris-Attentäter über die Flüchtlingsroute über Österreich nach Paris gereist sind, wo wir heute wissen, dass offenbar diverse Attentäter sich in Österreich aufgehalten haben und dort Vereinsstrukturen offenbar auch vorgefunden haben, die von staatlichen Parteien, von Regierungsvertretern teilweise in den letzten Jahren subventioniert worden sind und dort Parallelgesellschaften aufgebaut worden sind und offenbar irgendwelche Netzwerke auch vorhanden waren, wo man Kontakt hatte. All das muss man mal kritisch hinterfragen. Warum werden dort Vereine, radikal-islamistische Vereine nicht aufgelöst, nicht verboten? Warum werden radikal-islamistische Vertreter und Prediger nicht ausgewiesen und abgeschoben? Das ist die Untätigkeit, die wir heute quer durch Europa erleben. Und so gesehen ist dort zu beginnen. Und wenn Sie schon die Frage stellen, wie man den Islamischen Staat in diesen Regionen bewerten muss und vielleicht hoffentlich überwinden kann, dann muss man schon die Frage stellen, wer hat dieses Monster geschaffen? Und dieses Monster wurde durch die Konflikte, durch die militärischen in Libyen, im Irak, in Syrien geschaffen. Und da gibt es die Vereinigten Staaten von Amerika, die oftmals sich als selbsternannter Weltpolizist auch immer wieder in diesen Regionen militärisch betätigt haben. Ich sage, manchmal hat man den Eindruck, da spielt die USA Weltrichter. Und das ist durchaus etwas, wo wir kritisch sind, denn man hat verkauft, Demokratie und Freiheit in diese Länder zu bringen und am Ende Terror, Zerstörung hinterlassen. Und das ist die traurige Realität heute. Und ich hoffe daher, dass jene jungen Männer, die nach Europa aufgebrochen sind, dass das ist zu hinterfragen, warum diese ihre Frauen und Kinder zurückgelassen haben, endlich bereit sind, weil wir würden nie unsere Frauen und Kinder in unserem Land, wenn Krieg herrscht, zurücklassen, sondern verteidigen. Warum tun sie jungen Männer nicht bereit sind, ihr Land militärisch zu befreien und von diesem Islamischen Staat auch militärisch zu befreien? Io ringrazio, non so se c'è tempo per l'ultima domanda, perché ringrazio i relatori, ringrazio anche i giornalisti e le traduttrici. Vi posso dire che quello su cui stiamo lavorando e lavoreremo, visto che oggi ci siamo occupati di sicurezza, di immigrazione, di controllo, il secondo grande crimine che viene perpetrato da Bruxelles è quello contro il lavoro. Noi stiamo svolgendo anche un ruolo di difesa del lavoro che avrebbero dovuto svolgere i sindacati e la sinistra. Teoricamente a questo tavolo, secondo qualche giornalista c'è l'estrema destra, invece a questo tavolo c'è l'alleanza in difesa del lavoro, perché l'immigrazione fuori controllo sta creando 25 milioni di disoccupati in Europa. Quindi io domando dove sia la sinistra con le politiche sulle banche, sulla finanza, sull'agricoltura, sul commercio, sull'eliminazione dei dazi. Limitare l'immigrazione significa rilanciare il mondo del lavoro nei nostri paesi e quindi ci sostituiamo anche a quelle cosiddette sinistre, a quelle cosiddette forze sindacali che di lavoro ormai non si interessano più, perché almeno in Italia si preoccupano più dei loro amici banchieri. Non so se c'è tempo per l'ultima domanda, là in fondo. Veloce la domanda. No, urlala.
questo è italiano. Italiano, non è su. Buongiorno, sono Guglia Appaventi del telegiornale della Sette, una domanda per la signora Le Pen. Abbiamo visto in questi giorni un atteggiamento molto differente fra l'Italia e la Francia in occasione della visita del leader iraniano Rouhani. Volevo chiedere una sua opinione. L'Italia, come avrà visto, ha deciso di coprire le statue dei musei capitolini a Roma, mentre in Francia, dal momento che Rouhani non voleva bere vino, è stata sostanzialmente fatta saltare la cena rinviando l'appuntamento al pomeriggio. Volevo una sua opinione su quello che è successo a Roma sulla questione delle statue. Grazie. Vous savez, je crois que si un dirigeant européen était allé en visite en Iran. Et s'il avait été, du fait de sa culture, extrêmement choqué, par exemple, par des burqas, hein, avec parfois des grillages, est-ce que les dirigeants iraniens auraient fait retirer cela à l'ensemble des femmes? Je ne le crois pas. Je ne suis pas, moi, encore une fois, pour imposer notre modèle aux autres pays, mais nos valeurs sont nos valeurs, notre culture est notre culture, notre mode de vie est notre mode de vie. Personne n'est obligé de l'adopter, mais je crois que chacun est obligé de le respecter. Donc il m'apparaît assez ridicule d'avoir opéré cette dissimulation de surcroît d'un patrimoine culturel immense. Voilà. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une demande de M. Rouhani ou si, comme c'est souvent le cas, nous avons été victimes d'une sorte d'excès de zèle de la part de nos dirigeants. Mais c'est sûr que ça apparaît assez ridicule aux yeux du monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Thanks a lot for all. Mr. Selfie. That's all. Okay.